So, der Chris, wir sind ja gerade in Quakenbrück, ne? Quakenbrücker Burgmannsfest. Und ich stehe gerade mit Chris. Und Chris kam gerade an und meinte so, ey, ich bin ein großer Rocket Beans-Fan, ich finde das alles geil. Und irgendwie hat er so ein Deal mit seiner Frau. Und die Frau, oder ich hab's nicht ganz verstanden, ihr wollt einen neuen Fernseher haben. Aber diesen Fernseher kriegt er nur, natürlich ganz logisch, man weiß, wie man einen Fernseher kriegt, mit nur einer Bedingung. Dann kriegt man einen Fernseher. Man lässt sich eine Unterschrift von mir beispielsweise hier hingeben und das lässt man sich dann tätowieren. Ja. Genau. Das ist jetzt der Plan, richtig? Genau, das ist der Plan. Dann mal los. Also ich durfte höchstens 32 Zoll, aber jetzt darf ich größer bei dir 55 Zoll. Okay, jetzt bin ich gespannt, ich bin sehr gespannt. Alter, okay. Pass auf. Jetzt willst du nur, dass ich jetzt mal hier erkläre. Irgendwo so. Ne? Okay, pass auf, dann mach ich es dir auf der Brust so, ja? Ja. Schreib einfach Krogi, ne? Ja, aber so, ne? Okay. Okay. Ich finde, ey, sieht derbe aus, oder? Sieht besser als ich gedacht hätte. Ja, Alter. Willst du mal sehen? Ich mache ein Foto davon. Guck's jetzt mal an. So. Chris, lass dich das tätowieren, dann kriegt er einen Fernseher. Du musst es selber auch dokumentieren. Ja, mache ich. Das ist das maximale Fanliebe. Beim Stechen schicke ich nochmal ein bisschen. Du könnt ihn machen, was er wollte von dem Video, ne? Ja, geil. Aber ich mache ein Foto, schick dir. Also, wir sehen uns später.